Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video. Und zwar wollte ich das eigentlich schon im Dezember gemacht haben, aber ich kam nicht dazu. Egal, Januar 2020. Here I am. Ey, oh, ich glaube, das ist sogar das erste Video 2020, oder? Frohes neues, Bitches. Okay, ich habe ein bisschen Make-up zugeschickt bekommen, so im Dezember. Das waren dann wahrscheinlich so die letzten Weihnachtssachen, beziehungsweise die letzten Festtagskollektionen oder so. I don't know. Genau, und dann hat sich ein bisschen was angesammelt und ich würde sagen, testen wir, gucken wir, was ist cool, was ist uncool. Und zwar gibt es neue Paletten bei Fenty Beauty. Und zwar sind das die Snap Shadows Mix and Match Eyeshadow Palettes. Und zwar gibt es davon ganze 8 Stück. So sehen die aus. Von 1 bis 8. Das Witzige an dem System ist irgendwie, dass man die ja halt so zusammenklippen kann, wie man sie möchte. Sprich, wenn man 2 Paletten sich kauft, weil man die Farben cool findet, dann kann man die so zusammen, genau, packen. Dann habe ich Palette 1 und die Palette 2. Das heißt, auf der einen Seite habe ich, wie gesagt, diese Palette. Das war nur die Folie. Und auf der anderen Seite habe ich dann die andere Palette meiner Wahl, sozusagen. Coole Idee, finde ich. Auf jeden Fall, wenn man auf so kleine Paletten steht. Ich persönlich mag es jetzt für den alltäglichen Gebrauch bei mir jetzt nicht so. Ich habe gerne dann etwas Größeres, weil ich dann gern einfach die Auswahl habe. Aber ansonsten so für den alltäglichen Gebrauch ist das eigentlich gar nicht schlecht. Cooles System, finde ich gut. Ich würde sagen, einmal kurz einen Schnelldurchlauf durch alle Paletten. Wir haben hier einmal die 1. True Naturals. Naturals? Neutrals? Neutrals. True Neutrals. Also man hat hier wirklich seine Neutral-Farben. Perfekt für den Alltag. Man kann natürlich auch ein bisschen was für abends machen durch diese Farbe. Durch diese 3 Farben eventuell. Die werden. Man kann auf jeden Fall was machen. Man hat hier natürlich jetzt nicht so krass viel Auswahl. Dann haben wir die 2. Das ist Cool Neutrals. Also alle kühlen, neutralen Töne. Also es geht dann schon sehr ins Plummige, finde ich. Hier hat man so ein bisschen graubraun. Die Nummer 3 ist Deep Neutrals. Also hier wird es dann auf jeden Fall ein bisschen bäriger und hier leicht orange. Auch ganz cool. Dann haben wir die Nummer 4, das ist Rose. Hier wird es dann auch schon pinker. Ja, also man hat so Satin Finish, Matte Finish und so Glitter, Metallic Shades. Dann haben wir hier die 5 Peach. Der Name sagt schon, man hat einfach hier ein paar Peach-Töne, auch schön. Dann haben wir die Nummer 6, das ist Smoky. Auch hier, ich finde, die Namen sind perfekt gesetzt. Ach, die Kirchenglocke, natürlich. Hey. Ja, Smoky. Die Nummer 7 ist Kadett. Hier haben wir es auf jeden Fall so ein bisschen braun, Senf, schlammiger, erdiger, was ich sehr schön finde. Also die Palette spricht mich auf jeden Fall richtig an. Und dann haben wir die 8 und hier sind nur metallische Shades. Das ist die Pastel Frost, also Frost, ne, dieses schimmerige und alles Pastelltöne. Auch sehr schön, aber definitiv finde ich von allen Paletten die schwierigste. Die Kirchenglocken gehen weiter, aber ich mache jetzt trotzdem hier mal bei mir weiter. Ich habe mir eine Lidschattenbase aufgetragen, die verlinke ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Und ich habe mich entschieden für die Palette Nummer 6. Das ist die Farbe, die Richtung Smoky. Ich nehme das, weil ich solche Farben am seltensten trage, also eigentlich nie. Deswegen dachte ich, okay, machen wir doch mal etwas, was ich vielleicht nicht jeden Tag benutze. Yay. Die 2 Farben nehmen sich für mich kaum. So, wenn ich so richtig drauf gucke, habe ich das Gefühl, das sind die gleichen Farben. Nein, eine ist nur aus dunkler, die obere. Ja, so sehe ich es auch. Also das ist diese hier und das ist die. Also die obere ist dunkler. Das ist die obere Farbe in der oberen Reihe, also auch definitiv bräunlicher. Und die Farbe hier beim Ausblenden ist sie wie sie hat, als hätte die so ein Satin Finish, wie so ein Gel, so wie so ein Wachs Finish, ganz interessant. Und ist halt ein bisschen kühler als das andere, würde ich jetzt sagen. Ich gehe in die Farbe hier unten und die Farbe presse ich in meinen Innenwinkel und blende das hier so rein. Was ich hier schon mal gut finde, ist, die Farbe ist wirklich schön pigmentiert und ich kann hier echt gut entscheiden, inwieweit ich aufbauen möchte. Also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr schön pigmentiert. Das ist halt eben nicht zu schwach pigmentiert, aber es erschlägt einen auch nicht. Das heißt, ich kann hier, wie gesagt, selber entscheiden, wie ich mit meinem Look voranschreite. Das finde ich ja immer sehr, sehr gut. Ich glaube, das sind meine ersten Fenty Beauty Lidschatten. Oh ja, Tatsache, ey. Ich habe von ihr
noch nie eine Palette oder so ausprobiert. Die gleiche Farbe presse ich auch in meinen Außenwinkel und arbeite das so nach innen. Also ich mache jetzt so ein Halo Eye. Das habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und irgendwie ist das, was mir so in meinen Kopf gekommen ist, als ich die Palette hier gesehen habe. Okay, also ich konnte die Farbe wirklich gut aufbauen. Und ich muss sie aber auf jeden Fall ausblenden. Um diesen Smoky-Effekt zu behalten, nehme ich jetzt dieses Braun hier oben. Das wirkte auf jeden Fall extrem pigmentiert, deswegen nehme ich ganz wenig und auch so einen kleinen Blendepinsel und blende jetzt einfach hier nochmal so die Kanten aus. Ich nehme jetzt nochmal so einen schönen großen Pinsel und blende jetzt nochmal alles aus. Also ich finde die Farben schon schwierig auf dem Lid. Ich habe auch eine Sticky Base, aber das ist bei so einen Farben meistens so. Ich baue hier jetzt im Innenwinkel nochmal auf. Mit diesem großen fluffigen Pinsel, mit dem ich hier gerade schon so ausgeblendet habe, gehe ich jetzt in diese Farbe hier rein. Das ist ein metallischer Ton, der soll mir so ein bisschen als Highlight dienen, aber auch als Hilfe, um diese matten Farben nochmal grob auszublenden, weil so leicht schimmernde Töne helfen besonders gut beim Ausblenden von so krassen matten Shades. Dann könnt ihr nochmal in die Farben so zurückgehen und einfach nochmal so ein bisschen aufbauen. Das ist schon mal cool. Was ich dann mache ist, ich nehme mal so einen kleinen Pencil Brush. Der ist sehr, sehr klein und sehr fluffig und weich. Dann ist hier nämlich schwarz in der Palette. Damit nehme ich ein ganz kleines bisschen von der Farbe auf und klopfe ab. Und ich werde jetzt meinen Innenwinkel nochmal intensivieren, also diesen Halo-Effekt sozusagen. Man braucht gar nicht so viel, aber ihr könnt, finde ich schon, also Vergleich hier, kann man sehen, dieses Schwarz bringt auf jeden Fall was. Aber ich arbeite auch sehr, sehr vorsichtig, einfach um nochmal Akzente zu setzen, beziehungsweise um diesen Smoky-Effekt hier nochmal zu intensivieren. Cool, das haben wir. Ihr könnt für euer Halo Eye entweder einen Concealer nehmen, so wie bei so einem Cut Crease, dann einfach so die Mitte ein bisschen sauber machen, oder ihr nehmt euch einfach so ein Mini-Q-Tip und so einen sanften Make-up-Entferner. Und dann einmal so die Mitte ein bisschen sauber machen. Ich finde es auch gut, wenn man so geradeaus guckt, dann kann man ein Halo-Eye nämlich mehr dahin machen, wo die Pupille ist. Das ist schon mal sehr gut. Ich will es auch nicht sehr ordentlich haben, sondern so ein bisschen edgy, you know? Ja, was machen wir? Also wir haben hier auf jeden Fall noch so ein Plum-Ton, der mich jetzt persönlich nicht so anspricht. Ansonsten hätten wir hier noch so ein, ja, wie so, oh, schöne Farbe. So ein Blau-Glitter, also ein Blau-Glitter, blauen Unterton mit goldenem Glitter, sagen wir es mal so. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Ja, das könnte man halt so in die Mitte machen, dann wäre es halt so richtig smoky-smoky. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach ein bisschen mehr möchte vom Leben, wisst ihr? Ja, man könnte natürlich aus der das Blau nehmen. Ich nehme das. Aus der Pastel Frost Palette nehme ich diesen Ton hier. So. Wow. Dieses Eisblau ist wirklich wunderschön. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Sehr schön. Das bleibt so natürlich nicht. Also gehen wir wieder in die Smoky Palette. Blenden jetzt hier natürlich so in das Blau rein. Nehmen jetzt nochmal so leicht das Schwarz und versuche das richtig in das Blau hier einzublenden, damit es nicht ganz so rough aussieht. Warum tust du mir das an? Das heißt ja, warum tust du das an? Warum tust du das an? Sehr schön. Cool. Das gefällt mir echt gut. Hat auch gut geklappt. Aber ich muss sagen, die Smoky Farben waren, also da muss man, ich muss mir halt Zeit lassen, um dann halt wirklich so ein bisschen aufzubauen, auszublenden, aufbauen, ausblenden. Aber ansonsten finde ich, macht das ein schönes Ergebnis. Aber ich habe hier natürlich trotzdem dieses, mir fehlt so dieses Ba-bau, ba-bau. Selbst wenn ich es nicht will, mag ich einfach gerne die Option. Ich persönlich hätte jetzt zum Beispiel noch aus meiner Kollektion zu einem Glitter wenigstens gegriffen. Wisst ihr, so hier einfach nochmal für einen Pop of Color. Das hat mir jetzt einfach, deswegen musste ich jetzt nochmal zu einer anderen greifen. Ne? Aber ist jetzt halt auch nur so Geschmack. Dann finde ich eigentlich noch ziemlich cool die Farbrichtung Kadett. Das ist das hier. Ja, das ist das nächste, was ich jetzt auftragen werde. Ich gehe mal in diese Farbe hier und die packe ich jetzt in meinen Innenwinkel. Ich werde hier jetzt auch ein Halo Eye machen. So, boah, also die Farbe ist verdammt pigmentiert. Das ist krass. Die ist auf jeden Fall richtig satt. Krass. Guck mal, wie
Wie krass ist das pigmentiert, bitte? Das ist wie so ein krass dunkles Grau, Blau, Schwarz. Sehr schwer zu erklären, finde ich. Wie sieht es in der Kamera aus? Also auf easy Anthrazit. Ja. Ja, eventuell. Gut. Ja, okay. Wo wir das geklärt haben, gehe ich jetzt mal in diesen Senfton rein. Ich liebe solche Töne, so diese dreckigen Gelbtöne. Pff, yes. Yes. Und damit blende ich jetzt auf jeden Fall dieses Anthrazit aus. Ja, das gefällt mir gut. Oh yeah. Senfgelb funktioniert auch supi. Ich kann das sehr schön aufbauen. Ich habe nicht gleich so eine krasse Farbintensität, was ich bei Gelb persönlich sehr schätze. Bei Gelb ist ja dann doch eine schwierigere Lidschattenfarbe, finde ich. Und wenn man da die Möglichkeit hat, das einfach so aufzubauen, wie man es dann selber mag, finde ich das sehr schön und das habe ich hier. Also es kommt zwar heraus, aber es erschlägt einen nicht gleich so. Dann ist hier so ein schönes Armeegrün, sowas schönes Schlammiges. Das nehme ich jetzt einfach mit diesem Pinsel auf und blende jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rein. Also nichts Dramatisches. In die Mitte packe ich definitiv diese Farbe hier. Die hatte ich ja eben schon geswatcht. Das ist so ein Champagnerton, ne? Ja, so grün, gold. Also mit dem Finger ist die Applikation wirklich sehr, sehr gut. Auch hier wieder ein bisschen so reinblenden. Ich teste gerade einen neuen Stuhl aus, weil ich meinen Stuhl nicht mag und deswegen habe ich hier gerade einen Teste-mich-Stuhl. Ach, und Kinder Maxi King. Ziehst du ja auch nochmal direkt rein. Ich bin Kinder Maxi King-Tester. Also, ich fand die Paletten, die ich jetzt benutzt habe, wirklich gut. Aber ich brauche definitiv nicht so viele Paletten. Ich werde das meiste jetzt verlosen, weil ich muss sagen, die Farben, die hier jetzt drin sind, habe ich in meiner Kollektion in vielen anderen Paletten. Deswegen. Pow. Dann gab es zu dieser Kollektion ja noch diese Kiste, wo man sozusagen ja, seinen Pinsel zwischen den Steps sauber machen kann. Kostet, glaube ich, 18 Dollar. Ich weiß nicht, was es hier in Deutschland jetzt an Euro kosten soll. Wahrscheinlich auch so 18, 19, 20 Euro. Ist schon krass teuer für eine Blechbüchse mit einfach so einem Schwamm drin. Das ist so wie so ein Haardutt, wisst ihr, die man sich früher reingemacht hat, um dann diesen krassen Dutt zu haben. Theoretisch könnt ihr das auch machen, das habe ich früher jahrelang so gemacht. Ich glaube, der fliegt hier sogar noch irgendwo rum. Dann kann man zwischen den Steps einfach nochmal so machen, aber das schafft halt auch mein Handtuch. Deswegen habe ich hier halt auch immer eins. Und wenn ich wirklich mal schnell sauber machen will, nehme ich von Make Up Forever diesen Instant Brush Cleanser. Das heißt, ich gebe einen Tropfen drauf und dann kann ich so ganz vorsichtig hier rein und dann ist mein Pinsel ganz sauber. Ist ein nettes Gimmick-Ding so, wer drauf steht und Sammler ist und sagt, ja, ich brauche sowas unbedingt und auch für unterwegs, dann ja, aber ansonsten no. Dann haben wir einen neuen Primer auf dem Markt und ich wurde auf Instagram unfassbar oft markiert, ob ich das testen kann. Und ich habe das netterweise auch zugeschickt bekommen. Und zwar von Benefit, der The Professional Hydrate Primer. Also ihr wisst, wir haben ja den normalen Professional, der ja früher auf YouTube der Primer war. Und jeder den benutzt hat, egal ob es für die Haut gut war oder nicht. Damals hatte man ja gar nicht so viel Fachwissen. Ja, auf jeden Fall gab es dann irgendwann noch so ein Pearl One, so ein bisschen mit Schimmer, meine ich. Und jetzt gibt es halt diesen Hydrating Face Primer. Macht aber, also minimize the look of the pores. Ja, also man hat Feuchtigkeit, aber auch dieses Minimieren der Poren. Für mich, ich habe kein Porenproblem. Ich muss meine Poren nicht minimieren. Deswegen wäre das zum Beispiel für mich auch schon ein Primer, den ich so nicht tragen würde. Aber gucken wir doch einfach, wie die Hydration ist. Also für mich als ist das eher der interessantere Punkt, muss ich sagen. Kommt in der klassischen Tube. Das Ganze sieht so aus, sehr, sehr fest. Also es wirkt sehr silikonig, so wie bei dem normalen Professional, finde ich. Also es fühlt sich, ja, extrem silikonig an, so wie der Professional. Ich habe den jahrelang benutzt früher, deswegen weiß ich noch sehr gut, wie der sich anfühlt. Ist erstmal frisch, aber das vergeht sofort. Und ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr samtiges Gefühl auf der Haut. Ist parfümiert, für die, die das stört oder wissen wollen. Das ist die Seite ohne Primer und das ist die Seite mit Primer. Ich finde, man sieht ganz leicht, dass
so ein bisschen, ja, glowy ist, so minimal, aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut wirklich durchfeuchtet ist, so wie wenn ich zum Beispiel meine Hautpflegeroutine mache oder wenn ich mir andere Hautpflegeprodukte aufgebe oder andere feuchtigkeitsspendende Primer auftrage, dann habe ich definitiv nochmal ein anderes Gefühl als hier. Ich habe das Gefühl, ich habe den normalen Professional drauf, würde ich jetzt sagen. Ja, also es fühlt sich für mich trotzdem an wie der andere. Ein bisschen weniger trocken. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ansonsten echt ziemlich gleich. So, Freunde, ihr kennt Leti Telemark, Make-up Artist. Woohoo. Wir haben zusammen schon mal Videos gemacht, die verlinke ich euch hier oben. Sie hat ihre zweite Pinselkollektion rausgebracht, die wirklich super hochwertig ist. Und zwar ist es einmal dieses Pinselset hier. Das kommt übrigens mit diesen Brush Guards. Die würde ich auch nicht wegschmeißen, weil immer wenn ihr die dann, also wenn ihr eure Pinsel wäscht, dann könnt ihr das draufpacken, dann behalten sie ihre Form. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden die einfach nur ein bisschen fluffiger. Also der Pinsel geht dadurch nicht kaputt. Ich benutze die persönlich immer sehr gern. Und das sind die Pinsel. Wir haben einmal 1, 2, 3, 4, 5. Also Pinsel 1, 2, 3, 4 und 5. Das sind alles Complexion Brushes. Leti benutzt die wirklich durcheinander auf dem Gesicht für alle möglichen Sachen. Puder, Foundation-Applikationen und so. Das sind alles echt Haarpinsel. Alle Infos findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. Und verlinke euch das, wo ihr die bestellen könnt, nämlich auf ihrer eigenen Online-Seite. Dann hat sie noch diesen Sculpting Blender Brush, also man kann dann hier Kontur auftragen, aber auch Blush, also am Ende könnt ihr die Pinsel wirklich für alles Mögliche auftragen. Der Seite trage ich mal mein anderes Trio auf. Ihr kennt es, ich habe es euch in meinem Favoritenvideo gezeigt. Das dürft ihr euch auch super gerne angucken. Da findet ihr alles, was ich 2019 gerne benutzt habe, was gut für mich funktioniert hat. Es gab nicht wirklich eine neue Foundation. Ich habe auch keine neue gekauft. Deswegen, aber etwas, was ich mal von Makeup Factory zugeschickt bekommen habe, ist die Oil Free Foundation. Oil Free ist bei mir mal ein bisschen tricky, weil ich habe trockene Haut. Meistens funktionieren die bei mir nicht. Aber ich habe hier jetzt eine sehr reichhaltige Base aufgetragen und hier habe ich den Hydrate Primer aufgetragen und bin sehr gespannt. Das ist die Makeup Factory Oil Free Foundation in der Farbe 02. Ob die Farbe jetzt passt, weiß ich nicht. Das ist das Fläschchen. Ganz interessant. Ah, okay. So zum Aufdrehen mit so einem Spatel. So, zack. Ist auf jeden Fall parfümiert. Definitiv nichts für trockene Haut. Und funktioniert auch mit dem Hydrate Primer von Professional überhaupt nicht. Es ist einfach nur sehr klebrig. Ich habe das Gefühl, es stockt extrem aufeinander. Ich habe auch das Gefühl, ich habe gar keine Deckkraft und ich wische das Produkt einfach nur weg. Man hat halt ein bisschen irgendwas, aber nicht wirklich viel, was ich hier schon mal sehr, sehr schlimm finde. Also ich hätte mir jetzt auch eine getönte Tagescreme auftragen können. Hätte denselben Effekt gehabt. Genau, also es kommt eigentlich noch sehr, sehr viel Haut durch. Bin mal gespannt, wie das jetzt auf der Seite ist, wo ich ja, die reichhaltigere Pflege drauf habe. Jetzt habe ich das auf meinem Pulli. Oh nee. Also die Foundation sitzt auf beiden Seiten nicht so gut. Also die ist definitiv nicht für meine Haut geeignet. Ich finde, die deckt auch überhaupt nicht schön ab. Das hat mich jetzt hier nicht erfreut, ja, muss ich sagen. Aber vielleicht funktioniert die einfach für Leute mit öliger Haut auch einfach besser und die sind dann zufrieden. Die Foundation ist übrigens auch parfümiert, nur zur Info. So, und ich ziehe einmal kurz meinen Pulli aus. Auf Wiedersehen. So, nochmal kurz Feedback. Also Foundation und Primer sind für mich ein No. Ich fand an diesem Hydrating Primer jetzt nichts Hydrating-mäßiges und die Foundation hat für meine Haut jetzt nicht funktioniert. Okay, nicht so schlimm. Ich habe hier nämlich noch was von Too Faced und zwar diese Too Faced Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Conceal, Contour, Highlight and Retouch. Die sind jetzt nicht neu, aber die haben mir das so jetzt mal zugeschickt, weil die jetzt nämlich auch das Born This Way Oil-Free Multi-Use Complexion Powder haben. Das ist halt neu und halt mit so Info-Zettel. Genau, das sind dann die ganzen Farben, in der dann dieses gepresste Puder kommt. Das gibt es ja auch in lose, so, ne? Und jetzt gibt es das halt auch in gepresster Version, was ich sehr, sehr cool finde. Ich werde das nicht benutzen. Wisst ihr wieso? Weil
ich nämlich einen ganz, ganz neuen Concealer zugeschickt bekommen habe. Die habe ich schon mal benutzt. Die hat Litty bei mir zum Beispiel auf der Glow benutzt, als sie meinen Glow-Look geschminkt hat. Und damit hat sie dann auch so, ja, ein bisschen gehighlightet und konturiert. Und ja, das halt das. Aber was ich zugeschickt bekommen habe, was ich noch viel interessanter finde, ist von Becker. Also erstmal guckt euch das krasse Packaging an. Das ist doch mal so hart. Ich meine, Alter, was ist das? Ist das nicht cool? Die sind ganz neu. Ich weiß nicht, ob die schon auf dem Markt sind oder ob die das jetzt launchen. I don't know. Und das ist dann so, das nimmt man ab wie so ein Deckel. Und das sind die neuen Concealer. Und zwar die Light Shifter Brightening Concealer. Sehr cool. Und in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben. Ich weiß nicht, ob die siebte Farbe hell genug ist. Brightening Concealer, vielleicht ist es wieder Touche Eclat von Yves Saint Laurent. Das ist dann so ein Highlighting Pen. Aber hier steht ja Brightening Concealer. Bei der dunkelsten Farbe, ob die nicht hell genug ist? Dunkel genug ist, sorry. Ich habe jetzt die Farbe, also ich habe jetzt die hellste Farbe. Das ist Emmet 1. Ah, okay. Kommt mit so einem Schwammkopf-Applikator, so wie zum Beispiel dieser Maybelline Concealer, der Löscherauge. Okay, der ist auf jeden Fall sehr leicht. Siehst du jetzt rein? Nein, ich versuche herauszufinden, ob der parfümiert ist. Ich glaube, der ist nicht parfümiert. Nicht parfümiert, ich würde sagen, der hat so einen Eigengeruch. Ich hoffe, es täuscht mich nicht. Sehr leicht und wirklich brightening. Ihr könnt sehen, da sind definitiv lichtreflektierende Pigmente drin. Seht ihr das? Also eigentlich fast wie Highlighter, wie so ein Liquid Highlighter. Also der Name Brightening Concealer sagt es definitiv. Ihr wisst, der Aqua Concealer von Becca ist einer meiner absoluten Favorite Concealer, aber der ist definitiv nicht für Leute geeignet, die sehr starke Augenringe haben. Und sehr ölige Haut, weil ich den dann doch als recht reichhaltig empfinde. Es ist eigentlich wirklich wie ein Cream Highlighter. Oder spinne ich jetzt total? Und das Schlimme daran ist, es ist so sticky, dass ich mir komplett die Foundation abgenommen habe. Aber auch hier, also das trägt die Foundation darunter ab. Nicht, dass da wirklich viel Foundation jetzt noch drauf war. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwas abgedeckt hat. Ich würde das nur als Cream Highlighter benutzen. Ich muss jetzt mal nachgucken, weil das ist voll crazy. Light Shifting Pigments, wie ich es euch gesagt habe. Blur and Conceal with Light. No Heavy Pigment. Okay, okay, got it. Ne? Also die sagen, da ist nicht viel Pigment. Ich habe eben auch schon gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich abdeckt, sondern die kaschieren sozusagen mit den lichtreflektierenden Pigmenten da drin. Hydrates and Conceals Non-Acnegenic Adds Radiant Finish. Dermatologist Reviewed. Okay. Light Shifter Brightening Concealer uses our light shifting pigment to instantly brighten the complexion and add natural luminosity to the high points of the face. Okay, got it. Seht ihr? Das ist, glaube ich, eher so gemeint wie dieser Touche Eclat von Yves Saint Laurent, wobei ich den sogar noch ein bisschen deckender finde als den. With lightweight buildable coverage and radiant finish, it diffuses imperfection and can be layered over makeup to refresh throughout the day. Mit Hyaluronic Acid, Licorice and Green Tea for brightening bursts of hydration. Okay, okay. Also ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es auch zu shiny unter meinem Auge. Das ist sogar für meinen Glow-Geschmack ein Zacken zu viel. Ich weiß nicht, ob ich das eher so als Cream-Highlighter. Ja, das ist interessant. Ich bin jetzt noch nicht ganz überzeugt. Ich müsste es noch mal ein paar Mal benutzen. Und ich würde mir einfach noch mal anschauen, wie die das wirklich so benutzen. Weil High Points wäre ja für mich wirklich so eher so Highlighter-Stellen als komplett unter dem Auge. Aber die sagen Buildable Coverage. Oh, I don't know. Das ist so buildable. Also ich glaube halt echt nicht, dass das wirklich für Leute geeignet ist, die mit starken Augenringen zu kämpfen haben. Ich glaube, dass das wirklich für diese Natural Babes, die schon eine gute Haut haben. So, ich nehme jetzt Letys Pinsel und zwar die FF1. Das ist dieser hier und ich gehe meinen Charlotte Tilbury Pinsel und setze jetzt erstmal unter meinem Auge. In den Charlotte Tilbury Pinsel bist du wahrscheinlich nicht gegangen. Sorry, in den Charlotte... Charlotte Tilbury Puder. OMG. Leute, ihr wisst nicht, wie übel das hier gerade alles auf meiner Haut ist. Guckt euch das mal an. Erkennt ihr das? Das ist definitiv eine Kombination aus diesem Hydrating Primer, dieser Foundation und jetzt auch noch diesem Brightening Concealer. Also gesettet gefällt es mir definitiv besser, weil man trotzdem dieses Luminöse hat, aber nicht so wie eben. Das war mir echt zu viel.
Bin gespannt, wie sich das so über ein, zwei Stunden macht, ob das wirklich hält. Pinsel ist super weich und man kann wirklich schön setten. Bewege hier aber den Pinsel jetzt nicht so stark auf meiner Base, sondern ich tupfe eher. Und dadurch, dass der wirklich auch so schmal ist, kann man auch toll eben an kleinere Stellen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Können wir nochmal auf diese Stelle ranzoomen, diese Ansammlung sehen und das Abtragen gleichzeitig? Crazy. So, aber kommen wir zu dem eigentlichen neuen Produkt von Too Faced. Und zwar das Born This Way of Oil-Free Multi-Use Complexion Powder. Juhu. Die haben mir die Farbe Vanilla geschickt. Ich weiß nicht, ob das passt. Vanilla wäre neutral. So, und dann sette ich einmal das restliche Gesicht. Ich nehme mal kurz einen richtig großen, fluffigen Pinsel. Das ist auf jeden Fall nicht nur ein Puder, sondern eine Powder Foundation. Long wearing for 12 hours, oil-free, sets Make-up. Also es mattiert nicht nur das Make-up, sondern es beim Aufbau kriegt man mehr Deckkraft. Also es ist eine Puder Foundation. Ja, cool, okay, alles klar. Nicht schlecht, ich mag so einen Puder tatsächlich gerne. Ich habe das von Giorgio Armani. Luminous Silk Powder. Das habe ich ja jahrelang super gerne benutzt. Ich habe das auch noch da. Das ist echt, es settet das Make-up, aber es gibt nochmal so ein bisschen Deckkraft. Das heißt, es perfektioniert einfach die Base nochmal, wenn man nochmal das extra möchte und nicht gleich so krass Full Coverage gehen will. Also gerade die Kombination aus Luminous Silk Foundation und das Puder dazu ist so hammer nice. Also meine Base ist wirklich nicht schön. Die Produkte funktionieren miteinander nicht so gut. Wie gesagt, der Primer und auch die Foundation sind nichts für mich. Aber wenn ich das jetzt hätte, habe ich das Gefühl, ich hätte einfach nur eine schlechte Base. Aber es macht trotzdem ein schönes Hautbild. An den Stellen, wo die Haut schön ist, wo es gerade gut sitzt, gibt es nochmal das gewisse Extra, ohne extrem krass nochmal abzudecken. Und die Farbe, finde ich, passt jetzt auch erstmal sehr gut. Ich finde, es hat jetzt nicht so viel verändert. Nicht schlecht. Also definitiv für die Gewinner bis jetzt ist das Puder und die Lidschatten. Was sagt ihr, wenn... Oh Mist, hätte ich das mal vorher gemacht. Wisst ihr, was ich mir bestellt habe? Und zwar dieses Frack. Das ist Longwear Freckle Make-up. Ich habe zwar jetzt Puder drauf, aber guck mal bitte, wie klein ist das? Das ist fast, also 1,3 Milliliter ist hier drin, also nix. Und das, ich glaube, das kostet 25 Euro oder so, also richtig verarsche. Ich dachte, so für gewisse Looks, ich habe das nur einmal kurz so ausprobiert. Ich meine, ich habe hier ja so Sommersprossen, ganz leicht. Also die sind, sieht man jetzt nicht so gut, aber so im Sommer sind die definitiv sichtbarer. Macht man das so? Oh Gott, ich habe sowas nie ausprobiert. Macht man das höher? Ob das jetzt das Geld wert ist, weiß ich nicht. Also es war auch reduziert, als ich es gekauft habe. Das war ganz, ganz okay so. Ist halt Spaß. Aber man kann es auch mit einem guten Augenbrauenstift machen, wenn man eine gute Farbe hat. Ist cute. Sehe ich aus wie Pippi Langstrumpf. Ich glaube, ich bin nicht so der Sommersprossen-Typ, obwohl ich Sommersprossen halt voll cute finde. Aber was ich mir noch gekauft habe, was ich echt lange ausprobieren wollte, ist ein Augenbrauenstift von Urban Decay. Und zwar ist der Urban Decay Brow Blade Waterproof Pencil and Ink Stain in der Farbe Dark Drapes. Und zwar hat man auf der einen Seite so ein Micro Pencil. Das cool, ja. Aber was mich eigentlich interessiert hat, ist nämlich dieser Inkstain. Also dieser Stift. Diese Pinselhärchen. Ich wollte mal wissen, ob man damit so richtig Härchen sich ziehen kann. Ich wollte auch das von, wie heißen die, von Lime Crime ausprobieren, aber meine Farbe ist ständig ausverkauft. Oh krass. Oh krass, ich kann echt Härchen nachzeichnen. Oh wow. Aber man braucht definitiv Übung. Jetzt hab ich's verkackt. Naja, das geht. Das ist nicht so aggressiv, dass es nicht mehr runtergeht, wenn man sich vermag. Ich habe jetzt einfach so hier mit dem Q-Tip das so ein bisschen ausgeblendet. Also das geht definitiv, was ich echt gut finde. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, aber die Farbe ist sehr, sehr rot. Also ich wünschte, es wäre einfach aschiger. Sehr rotbraun, finde ich, für mich persönlich. Auch die Striche, die ich dann so reinmale, man merkt so, meine Augenbrauen-Haarfarbe ist eine ganz andere und der Stift hat eine ganz andere Farbe. Und das war schon so der
aschigere davon, aber cool, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man braucht Übung. Ich würde hier definitiv noch mal ein bisschen üben. Ich swatch gerade mal den Stift selber. Ja, im Stift kann man deutlich dann sehen, dass diese Inkfarbe rötlicher ist und der Stift bräunlicher, aber dafür ein bisschen kühler. Hätte es mir trotzdem gern noch kühler gewünscht. So, ich würde sagen, trage ich mir einen Highlighter auf. Ich habe keinen neuen Highlighter, nehme ich den von Dior. Das ist der Dior Nude Air Luminizer in 001 und nehme Letys Pinsel, mit dem ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu setten. Das ist schön fluffig. Also die Pinsel sind alle wirklich super weich von ihr. Wer auf hochwertige Pinsel Wert legt, neue Pinsel braucht, der sollte sich die vielleicht von Leti einfach mal anschauen. Ich trage mir mal keinen Blush auf, weil ich das mit dem Highlighter und den Sommersprossen gerade voll süß finde. Lustig, ich hatte gerade dasselbe im Kopf. Oder? Ja, wirklich. Was ist das? Das ist voll nice. Wer braucht denn Blush? Wie cool sieht das denn aus, ey? Hammerpinsel gefällt mir sehr gut. Wundert mich bei Leti nicht. Ihre anderen Pinsel waren schon gut und sie ist einfach eine Frau vom Fach. Die weiß, was gut ist. Die weiß, wie sie was zusammensetzen muss. Deswegen, das ist das Gute, wenn Profis sowas machen. Ich würde sagen, machen wir weiter mit den Augen. Ich trage mir hier mal einen schwarzen Kajal auf. Hier ist so ein kleiner Pencil Detailer Brush von Fenty Beauty, der 220 Precision. Und mit diesem Pinsel nehme ich dieses Schwarz auf aus ihrer Palette, die ich eben benutzt habe. Und die Farbe gebe ich jetzt ganz, ganz dicht an meinen unteren Wimpernkranz und blende das sozusagen in diesen schwarzen Kajal. Also für diesen ultimativen, krassen Smoky-Effekt. Deswegen habe ich jetzt gerade auch einen Kajal genommen, der wirklich sehr, sehr schwarz ist. Und auch sehr, sehr weich. Ihr könnt auch so in euer Innenwinkel gehen mit dem Schwarz, damit man so diesen krassen Cat-Eye-Look hat. Was dann ganz cool wäre, ist, wenn, ja, ich nehme mal diese Farbe hier unten und damit gehe ich jetzt direkt unter das Schwarz, einfach um das nochmal krass auszublenden. Also diesen Step könnt ihr weglassen. Ich persönlich mag es, wenn es so richtig ausgeraucht ist. Und es kaschiert natürlich auch schöne Augenfältchen. Und dadurch kommt dieses Blau noch krasser hervor. Das dann wirklich, das hebt das Ganze auch nochmal. Es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schick. Ich nehme mal so einen roten Kajal. Das ist der von Marc Jacobs. Den gebe ich mir mal hier auf meine Wasserlinie. Nehme ich diesen Ton hier und den packe ich an meinen unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich wieder das Senfgelb und das packe ich direkt da drunter, damit sich das einfach nochmal wiederholt. Oh, das ist so cool, ey, das ist so... Ich liebe das, ich liebe Gelb. Das kann aus so einem Make-up-Look so viel rausholen. Kann immer dieses gewisse Etwas geben. Ich rauche das so richtig schön aus hier. Habt ihr eigentlich Vorjahrssätze? Hattet ihr vor einem Jahr Vorsätze, auf die ihr heute noch scheißt? Dann seid ihr bei uns richtig. Oh mein Gott, lieber. Was? Vorjahrssätze? Neujahrssätze? Was war das? Oh mein Gott, ich glaube, mein Hirn ist verbrannt. Was passiert hier gerade? Einfach nur Vorsätze fürs neue Jahr. Ach so, ja. Habt ihr sowas? Ihr könnt sehen, 2020. 4. Januar, ich bin jetzt schon durch. Love it. Eine neue Mascara, die nicht für mich funktionieren wird, aber ich finde den Kopf so, so cool. Ich war schon so, ach, ich lege es in meine Aussortierbox, aber dann fand ich den Kopf echt so interessant. Und zwar ist es die Estee Lauder Sumptuous Rebel Length Lift Mascara. Ganz feine Tube, was ich zur Abwechslung echt mal gut finde. Und das Köpfchen, also ich habe, da sind auf jeden Fall so Fibers drin und ihr könnt sehen, wie fein dieser Kopf einfach auch ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Okay, ist auf jeden Fall eine sehr cremige Wimperntusche. Die macht für meine Wimpern leider nichts. Voll traurig. Die ist super schwarz, voll krass. Egal, machen wir weiter. Smart. Wer von euch guckt You auf Netflix? Also die erste Staffel habe ich geguckt, die fand ich schon cool. Und wir gucken gerade die zweite. Ich glaube, wir haben noch zwei Folgen. Ich habe mir einen Lippenstift gekauft. Und zwar hat Gucci Beauty ja komplett ihr Packaging verändert. Also die haben alles nochmal neu aufgearbeitet. Und die gibt es jetzt bei Douglas. Und da habe ich mir eine Lippenfarbe mitgenommen. Und zwar mit einem Satin Finish, also Satin.
in Linda Beige 100. Das ist so ein super Nude und das fand ich sehr interessant. Und das Packaging ist wirklich luxuriös. Also schon echt ein Schmuckstück. Und das ist die Farbe. Also so richtig Nude. Ich bin sehr gespannt. Ah, ich habe sehr krustige Lippen. Das sieht auf jeden Fall sehr erotisch aus. Super Nude. Es ist tatsächlich nudiger, als ich dachte. Aber nicht schlimm. Ich finde das sehr geil. So, ich blende jetzt auf jeden Fall mein Dings nachher rein, mein Lip Liner. Ich finde es toll, dass es wirklich so nude-nude ist. Also so richtig Naked-Eye-Nude. Boah, zu so einem krassen Smoky-Look. Guck mal. Lippenstift gefällt mir gut. Also wie gesagt, es ist definitiv ein Satin-Finish. Es ist leicht auf den Lippen. Die Deckkraft ist okay. Also nude ist halt nude, was soll ich sagen. Meine Lippenfarbe kommt nicht mehr durch. Sieht gut aus. Ich würde ihn tragen. Hat auf jeden Fall einen leicht süßlichen Geschmack. Also nicht so wie L'Oreal. Ich finde es sehr, sehr dezent. Ich schmecke es ganz leicht im Mund. Ich könnte damit leben. Ich kann zum Beispiel mit den L'Oreal Lippenstiften nicht leben. Das ist mir tatsächlich eine Nummer zu groß. Aber damit könnte ich leben. Ja, ja, das, meine Freunde, waren die Neuheiten. Also definitiv, was ich jetzt hier gut fand, waren die Paletten. Mit denen konnte ich gut arbeiten. Hier brauchte ich ein bisschen mehr Zeit, um wirklich aufzubauen und auszublenden. Also nicht mal das Aufbauen, sondern eher das Ausblenden. Aber die Paletten haben bei mir jetzt nicht diesen krassen Wow-Effekt ausgelöst, weil das einfach Farben sind, die ich in meiner Kollektion schon habe, nur in Mini-Format und komprimiert, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem eine coole Idee und haben auch gut funktioniert. Der Lippenstift, den finde ich wirklich schön, weil der wirklich super nudig ist und ja, deswegen hat auch gut performt. Bei so einer Farbe ist es dann nicht schlimm, wenn man mal so ein bisschen einfach nachzieht ohne Spiegel. Ist bei dunkler Farbe und Liquid Lipstick und so ja immer ein bisschen schwieriger. Fand ich nicht schlecht. Das Too Faced Puder, die Puder Foundation, würde ich definitiv nochmal mit anderen Sachen ausprobieren, weil das mir auch gut gefallen hat. Also dieses Freckle-Ding ist echt lustig. Ich glaube, man kann es auch mit einem guten Augenbrauenstift machen. Aber das ist echt so ein cooles Gimmick, so für gewisse Looks aus. So mal für Instagram oder so, finde ich das schon ziemlich cool, wenn man so seine künstlerische Ader, wenn man sich da so ein bisschen austoben will. Ja, die anderen Sachen waren für mich jetzt nicht so überzeugend. Bei diesem Concealer muss ich noch gucken, wie ich den benutze. Also abgepudert gefällt es mir definitiv gut, aber gibt auf jeden Fall einen Glow-Effekt. Hier muss ich noch gucken, werde ich das in Zukunft wie so ein Concealer benutzen oder eher wie so ein Liquid Highlighter? Das werde ich jetzt für mich die nächsten Male herausfinden. Genau, Letys Pinsel findet ihr definitiv unten in der Infobox und ich freue mich, die jetzt auch die nächsten Male weiter zu benutzen. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, wenn jetzt irgendwas unklar war, super gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, ein cooles 2020. Es kommen mega geile Sachen. Leute, seid gespannt. Es wird auf jeden Fall interessant. Ja, ansonsten, ihr findet hier drüben zwei weitere Videos, wenn ihr die verpasst haben solltet. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren, kostenlos und auf die Glocke drücken. Dann aktiviert ihr das und dann werdet ihr zweimal die Woche benachrichtigt, wenn meine Videos online gehen. Donnerstag und Sonntag 17 Uhr. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich sag Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.